Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen weg von lustigen Begebenheiten, ehe wir gleich wieder hinkommen zu lustigen Begebenheiten. Daniel Danger, seines Zeichens inzwischen Schiedsrichter, hat eine besondere Aktion gestartet, um Schiedsrichter zu würdigen in den unteren Spielklassen. Das sehen wir gleich alles. Wir hatten das uns schön vorbereitet. Dann platzte aber diese Meldung rein von einem Vorkommnis, was genau vor einer Woche stattgefunden hat. Und zwar in Ennepetal bei einem Kreisliga-Fußballspiel. Da ist ein Schiedsrichter von einem Torwart niedergeschlagen worden. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Und bei dem Torwart kann man sehr stark davon ausgehen, dass der nie wieder Fußball spielen wird. Außer vielleicht bei sich im Garten. Und das auch zu Recht, denn wer einen Schiedsrichter, der ja in aller Regel kein böser Mensch ist, der mit niederträchtigen Absichten Kreisligaspiele pfeift, sondern in der Regel jemand, der im schlimmsten Fall mal einen Fehler macht, ich weiß noch nicht mal, ob es da um einen Fehler ging, wer da zu Gewalt greift, der hat sich nachhaltig disqualifiziert für einen sozialen Umgang im Rahmen von einem ansonsten ja sehr erbaulichen Mannschaftssport und sollte das einfach nicht mehr machen. Und vielleicht auch nicht so oft unter Menschen gehen. Bei Schiedsrichtern ist es so, die Schiedsrichter auf dem Land, das sind ja die wahren Helden der Zivilisation, sage ich immer. Das sind ja die Menschen, die am Sonntagmorgen bei 2 Grad plus 3 Spiele hintereinander pfeifen, sich bei Nieselregen aufs Rad setzen für 18 Euro Spesen und sich dann von den 8 Zuschauern noch durchbeleidigen lassen müssen oder ein Ennepetal vom Torwart verprügeln lassen müssen. Das ist nicht gut und deswegen wollten wir diese Menschen mal ehren, und zwar in Gestalt eines lieben Kollegen, der jetzt selbst Schiedsrichter ist, nämlich Daniel Danger. Faires Spiel, ja. Torwart! Der hat sich am letzten Wochenende 2 Reisebusse gemietet und ist zu einem Kreisliga-C-Spiel gefahren. Und zwar einfach nur so aus Jux und Dollerei zum Spiel Roter Stern Weringhausen gegen den Hiddinghauser FV3 in der Kreisliga C in Hagen. Und Ziel war, den Schiedsrichter mal so richtig zu ehren und moralisch aufzumöbeln und ihm die Ehre zuteil werden zu lassen, die ein Schiedsrichter wirklich einfach verdient hat. Auf geht's, Schiri, rennen und pfeifen! Wir haben die Information, es weiß tatsächlich keiner von nichts und das ist genau der Plan, den wir immer hatten. Auch bitte nicht mehr husten ab jetzt. Ja, also mir fehlen eigentlich die Worte, weil perfekt, super. Das ist eine Geste, die man als Schiedsrichter noch nie so erlebt hat. Was macht das jetzt mit dir kurz vor Anpfiff? Das motiviert zu sagen, Mensch, super, es gibt auch eine andere Seite, die man jetzt hier sieht. Das motiviert einen zu sagen, ja, mach weiter, Schiri. Mario, du kannst dich auf jeden Fall auf die nächsten 90 Minuten freuen, denn sei dir sicher, wir werden dich supporten. Super, ich freue mich. Dankeschön. Gut Pfiff. Danke. Stopp, da geht's lang, ne? Ja, okay, machen wir. Wir wollen nicht pfeifen hören! Wir wollen nicht pfeifen hören!
Unser Schiri! Yeah!